Die SPD hat entschieden, dank der SPD sitzt Frau Merkel weiter im Sattel, statt für einen grundlegenden Politikwechsel und für andere politische Mehrheiten zu kämpfen und zu werben, hat sich die SPD entschieden, sich als Steigbügelhalter für eine erneute Große Koalition anzubieten. Sie geht geschwächt und zum Teil auch gespalten in diese Große Koalition. Die SPD ist mit Martin Schulz als Messias vor einem Jahr gestartet und endet jetzt an der Seite von Frau Merkel an der Regierungsbank. Das werden ihr Millionen Menschen so schnell nicht vergessen. Die Menschen, die erwartet haben, dass es in diesem Land wieder sozial gerechter zugehen wird, werden erneut enttäuscht. Von dieser Großen Koalition ist keine grundlegende Antwort auf die drängendsten Probleme unserer Zeit zu erwarten. Sie wird weder den Pflegenotstand beseitigen, noch für bezahlbare Wohnungen sorgen. Sie wird nicht der grassierenden Altersarmut entgegenwirken und sie wird keine gerechte Steuerpolitik in diesem Lande machen. Die soziale Spaltung im Land zwischen Reich und Arm wird weiter gehen und die Schere wird weiter auseinandergehen. 1,4 Millionen Pflegekräfte werden weiter auf dem Zahnfleisch daherkommen. Der Pflegenotstand wird nicht beseitigt. Die künftigen Rentner werden weiter vergeblich auf armutsfeste und lebensstandardsichernde Renten warten. Investitionen in Bildung, Erziehung und Gesundheit werden weiterhin Mangelware bleiben. Die Mängel sind heute schon unübersehbar. Die Reichen können ungestört ihren Reichtum vermehren. Gerechte Steuerpolitik ist die große Leerstelle bei dieser Großen Koalition. Während die Armut im Land größer wird, Erwerbslose das höchste Armutsrisiko in der EU tragen und die Schlangen bei den Tafelläden werden ganz sicher nicht kürzer werden. Die Automobilindustrie wird weiter der Regierung die Verkehrspolitik diktieren, während unsere Kinder durch Feinstaub, während die Lungen unserer Kinder durch Feinstaub weiter belastet werden. Herr Erdogan und andere Diktatoren brauchen nicht befürchten, dass sie keine Waffen mehr aus Deutschland bekommen, während Herr Seehofer das Asylrecht schleifen wird und dafür sorgen wird, dass die Menschen, die vor den deutschen Waffen fliehen, erst gar nicht hier hereinkommen können. Die Große Koalition ist heute schon gescheitert. Wir werden aber die nächsten 4 Jahre die Ärmel hochkrempeln, ganz klare Oppositionspolitik für soziale Gerechtigkeit machen, Oppositionspolitik von links machen. Wir sind die einzige Partei, die diese Regierung kritisiert, dass sie einen Mangel an sozialer Gerechtigkeit hat im Unterschied zu allen anderen Parteien. Wir werden aber auch vorschlagen, dass wir breite gesellschaftliche Bündnisse schmieden mit Sozialverbänden, mit Gewerkschaftern, mit den vielen Pflegekräften, die heute schon unzufrieden sind, mit den zahlreichen Helfer und Helferinnen in der Flüchtlingshilfe, mit den Erwerbslosenverbänden, um diese Große Koalition unter Druck zu setzen, damit die Leerstellen, die sie hinterlässt, im Interesse der Menschen gefüllt werden. Für Resignation ist kein Platz. Julia Glöckner, Jens Spahn, Horst Seehofer und Olaf Scholz sind kein Angebot gegen den Aufstieg der Rechten in diesem Land. Ganz im Gegenteil, es besteht die Gefahr, dass die Rechten noch stärker werden. Wir werden weiterhin der entschiedenste Gegner rechter Politik bleiben. Wir werden klare Kante zeigen gegen Rassismus, gegen Fremdenfeindlichkeit, gegen Nationalismus. Und wir werden gleichzeitig dafür kämpfen, dass den Rechten der soziale Nährboden entzogen wird. Ich habe großen Respekt für das eine Drittel der SPD-Mitglieder, die gegen den Großen Koalitionsvertrag gestimmt haben. An sie geht unser Angebot, gemeinsam Bündnisse zu schmieden, gemeinsam gegen die Politik der Großen Koalition oder gemeinsam die Große Koalition unter Druck zu setzen, damit es in diesem Lande wieder gerechter zugehen wird.